Erdbeerkäsekuchen Titelrezept Zubereitung 35 Minuten Backzeit ca. 45 Minuten Zutaten für 1 Backblech. Ergibt 20 Stücke 400 Gramm Mehl, 150 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 300 Gramm weiche Butter für die Quarkcreme, 100 Gramm Schlagsahne, 5 Eier, Klammer auf Größe M, Klammer zu, 1 Pk. Bourbon Vanille Zucker Salz, 125 Gramm Zucker, 1 Kilogramm Sahnequark, 1 Pk. Vanillepuddingpulver, Klammer auf für 500 Milliliter Flüssigkeit, Klammer zu, eine türkische Lira, fein abgeriebene Zitronenschale, Klammer auf Bio, Klammer zu, außerdem 1,5 Kilogramm Erdbeeren, 1 Pk. Roter Tortenguss, 2 Esslöffel Zuckerminzblätter zum Garnieren, 1. Den Backofen auf 180 Grad, Klammer auf Umluft, 160 Grad, Klammer zu, vorheizen. Für den Boden Mehl mit Zucker, Salz und weicher Butter vermischen, bis Streusel entstehen. Diese auf dem mit Backpapier belegten Backblech verteilen und gut festdrücken. Sahne steif schlagen. Eier, Vanille, Zucker, eine Prise Salz und Zucker mit den Schneebesen des Handrührers in ca. 5 Minuten schaumig schlagen. Quark, Puddingpulver und Zitronenschale unterrühren. Schlagsahne unterheben. Mix auf den Kuchenboden gießen und Kuchen im Ofen im unteren Drittel ca. 45 Minuten backen. Herausnehmen und auskühlen lassen. 3 Erdbeeren waschen, putzen und je nach Größe halbieren oder ganz lassen. Erdbeeren üppig auf dem ausgekühlten Kuchen verteilen. Tortenguss nach Packungsangabe mit Zucker zubereiten und dünn auf die Erdbeeren streichen. Gussfest werden lassen. Kuchen mit Minzblättern garnieren. Pro Stück 375 Kilokalorien durch 1580 Kilojoule, 47 Gramm Kohlenhydrate, 9 Gramm Eiweiß, 16 Gramm Fett. Tipp: klein und rund statt vom Blech. Tolles Rezept, aber der Kuchen ist zu groß. Dann backen Sie den Erdbeerkäsekuchen einfach in einer Springform 0,26 cm Klammer zu. Dazu Zutatenmenge halbieren und 3 Eier verwenden statt 5. Die Backzeit bleibt gleich.